Hi zusammen und willkommen aus einem Hotelzimmer in Las Vegas. Wir sind mit der CES bzw. dann auch mit Las Vegas, mit Amerika durch und dachten uns in einem heutigen Talk einfach mal darüber zu quatschen, wie die CES 2016 so war. Leider die 49. CES und nicht die 50. Die kommt erst 2017. 50 Jahre Technik, Innovation, bla bla bla. Ja. Es ist jetzt meine vierte oder dritte oder fünfte. Also ich bin schon jetzt mehrmals in Vegas gewesen für die CES. Richtig. Und es ist immer wieder das Gleiche. Man unterschätzt die Dimension, die es hier gibt. Man sieht da weiter hinten so ein kleines Hotel und denkt sich, es ist jetzt 5 Minuten, 10 Minuten entfernt. Man braucht doch eine halbe Stunde dahin. Ja. Die Wege sind generell ganz groß. Aber die CES, also die richtige Messe, das Convention Center, wie hat dir das denn gefallen? So im Vergleich zu zum Beispiel CeBIT oder IFA. Gut, dass du CeBIT auspackst. Damit kann man eigentlich gar nichts mehr anfangen heutzutage. Aber ja, für mich war es das allererste Mal in Las Vegas und auf der auf der CES 2016. Und ich muss sagen, ich habe natürlich gnadenlos unterschätzt alles von den Laufwegen her. Das, was man bei uns in Deutschland als Nachbar kennt, ist hier 30 Minuten entfernt, so ungefähr. Und was ich nicht verstanden habe oder was ich merkwürdig finde, ist der Aufbau der Messe oder überhaupt der Aufbau dieses ganzen Events. Man hat ein Convention Center, man hat die Sands Expo und man hat dann noch diverse Hotels überall verteilt durch Las Vegas. Wo irgendwelche Hersteller dann nochmal einen Raum oder ein großes Zimmer, ein richtiges Suite gemietet haben und dann da ihre Produkte nochmal vorstellen. Genau, und das fand ich höchst kompliziert, zumal nicht nur, dass auch die eigentliche Convention Center Hallen, ähnlich wie bei IFA, dieses Auf und Ab links, rechts, dieses Verschachtelte auch haben, nicht ganz so schlimm wie IFA, das ist immer noch die Krönung aller verschachtelten Messegelände. Aber sowas nervt einfach und dass man dann auch so lange noch zu einem nächsten Punkt fahren muss, um Termine abzuklappen. Es geht einfach nicht, Wenn du nicht jeden Tag akribisch planst oder mit einem Team unterwegs bist, hast du echt Probleme, hier das zu sehen, was du sehen möchtest. Und darauf kommt auch noch, dass es voll ist. So, keine Frage. Der erste Tag ging Tatsache, der Dienstag. Das war wohl nicht so der ganz offizielle Tag. Ja. Da konnte man auch so ein bisschen durch die Gänge durchlaufen, so mit Rucksack und zu zweit nebeneinander, das ging alles. Ja. Am zweiten Tag war das dann so voll, dass man den Rucksack schon am besten direkt in, wir waren bei Intel in der Sky Lounge, da konnte man sich hinsetzen, kurz was trinken, im Internet Sachen hochladen und so Zeug. Oh ja. Da haben wir dann einfach unsere Sachen gelassen und sind dann nur mit uns zusammen und der Technik hat durch die Gegend gerannt und haben geguckt, dass wir irgendwas Cooles finden. Ja, und selbst in Sachen Technik musste man so wenig mitnehmen wie möglich, weil es war schon voll mit großen Kamerateams, die alles blockiert haben, aber es waren halt auch so viele Leute da, mit großer Technik hätte man nicht viel machen können. Du kannst ja mal vielleicht ein sicheres Mal Leute, die mal zur IFA gehen wollen oder so und ein paar Videos drehen möchten, was haben wir denn für Technik beigehabt? Oder auch hierher kommen wollen. Oder mal zur CES kommen wollen nächstes Jahr. Ja, wir haben versucht, so kompakt wie möglich zu reisen. Mit einem winzig kleinen Klappstativ, gibt es von Manfrotto oder Kohlmann unterschiedliche Versionen und die Ericsson 100 Mark IV als Kamera, die auch gerade jetzt läuft, weil 4K ist immer schön. Und Mikrofon, entweder das Huawei Mate 8 oder das iPhone 6S. Das war's. Wir sind relativ spontan zur CES gekommen. Intel hat uns eingeladen, hat uns gefragt, ob wir zur Pressekonferenz kommen möchten. Hat sich sogar gelohnt, Tatsache. Ja, ich fand, das ist total spannend, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall. Die haben überall ihre Finger drin. Die haben gesagt, wir haben hier einen kleinen Prozessor, steckt den überall rein, holt euch Daten raus und wir gucken mal, was ihr damit machen könnt. Ich finde diese Intention total gut. Also, der heißt übrigens Intel Curie, falls ihr auch mal googeln wollt. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das ist Wahnsinn. Ich war erst bei der Pressekonferenz, es war ein kleines Highlight gewesen, weil da vieles cooles Zeug vorgestellt wurde. Man hat es kompakt gesehen oder gezeigt bekommen, was dieses Internet of Things, was ja schon ein bisschen nervig wurde, was man damit machen kann oder was für Möglichkeiten das eröffnet. Und da wurde es halt kompakt gezeigt, guck mal, hier ist ein Helm, da ist Technik drin, da kannst du plötzlich sehen, was hinter den Wänden mit den Rohren passiert, wo du was drücken musst, das ist ganz praktisch. Mhm. Es gab Technik in Kleidung, die denn deine Herzfrequenz misst und sowas. Es gab es gab Technik in Schuhen, die denn misst, wie stark du denn läufst und so weiter und so fort. Also im Grunde, wenn ich jetzt gerade so darüber höre, wenn du das erzählst, hat Intel das in etwa so dargestellt, als würden die jetzt auf dem Weg sein, Dinge fein zu schleifen und nicht einfach nur Dinge rauszuhauen, so nach dem Motto, guck mal, wir können es jetzt mal, egal ob Sinn macht oder nicht, wir suchen im Nachhinein den Sinn, mal gucken, wie mit den Schuhen beispielsweise, ist es jetzt für Rentner oder nicht, sondern es werden Dinge umgesetzt, die tatsächlich auch jetzt schon aktuell hilfreich sein können. Was war denn dein Highlight auf der Messe? Ich muss sagen, um den Übergang jetzt von Intel hinzubekommen, auch Dinge, die man vorher nicht hätte ahnen können, Nvidia. Denn wir haben herausgefunden bei Nvidia, wie wir herausgefunden haben, die Kollegen sind schon seit jetzt mittlerweile 10 bis 15 Jahren über 10 Jahre schon im Automobilgeschäft tätig. Und wir waren ja da, weil Nvidia was Neues für Autos rausgebracht hat. Und zwar ein X2, ein Mainboard.
Ja, ein Gehirn für Autos, für zukünftige. Warum? Weil deren Architekturen für Grafik, Visualisierung, das heißt Tegra, GPU und alles andere, was da momentan bei Nvidia so rumfliegt, mittlerweile so krass geworden ist, dass die damit schon künstliche Intelligenzen für Autos entwickeln können. Ja, deren Technologie oder Architektur ist mittlerweile so potent, dass sie das halt mit künstlichen Intelligenzen füttern können. Ja. Und das ist das, was Tesla parallel momentan auch macht mit diesem Autopilot. Und jetzt hat Nvidia auch dieses Self-Driving-System entwickelt und spezielle Partner, bestimmte Automobilhersteller werden dann auch unterschiedlich, ja, die fangen damit an, aber die werden unterschiedlich jeweils, also Mercedes, Volvo, VW, unterschiedliche Features daraus werden sich herauskristallisieren, weil jeder Hersteller hat ja andere Needs und sowas und auch die Kunden jeweils. Und es kann sehr spannend werden, was am Ende jeweils bei den zukünftigen Autos dabei herauskommt. Ich glaube, dieses Self-Driving ist immer noch so ein ganz bestimmtes Thema. Auf der Autobahn ist das natürlich super, wenn du einfach auf der rechten Spur oder Mittelspur einfach ganz entspannt deine 120 oder 100 km/h fahren willst und nebenbei einfach mal runterkommen willst. Ich finde es blöd, wenn man denn irgendwie was liest oder einen Film guckt oder Zeitung liest oder so, da bist du komplett raus aus der Materie. Ja. Aber einfach mal ganz kurz, ich trinke mal eben was und ich weiß, es kann gerade nichts passieren. Das finde ich gut. Ja. Aber dieses komplette autarke alleine fahren, das macht mir ein bisschen Angst. Ja, aber das Schöne war ja, dass die hatten da so Beispiel-Footage, wie das Auto alleine auch durch eine Stadt fährt oder durch eine Ortschaft, wo es ein Scan mit Bäumen, parkenden Autos, Menschen und sowas. Einfach geil. Man kann es sich erklären, man muss es sehen, auch in Zukunft, was dann kommt. Von daher, das ist aber ein tolles Highlight. Was war es bei dir? Ich kann es noch nicht so wirklich sagen. Ich muss ehrlich gestehen, ich muss auch noch mal 2-3 Nächte drüber schlafen, weil wir jetzt so durchgerackert haben. Wir hatten 2 Tage effektiv, die wir uns auf der Messe bewegen können. Ja. Und neben dem nach Geräten gucken und selber erfahren, wie die Messe so funktioniert, muss man ja noch auch die Videos produzieren. Deswegen versuche ich da jetzt gerade noch mal so ein bisschen noch mal drüber zu schlafen. Ich muss sagen, das Mate 8 macht, also Huawei hat hier gerade ganz viel richtig gemacht, um es mal so abzukürzen. Ja. Die haben ein gutes Produkt rausgebracht, was sich nicht neu definiert, sondern einfach alles, was man hat, so ein bisschen neu verbessert. Ne? Es ist Evolution, keine Revolution, wie ich immer so schön sage, aber gut gemacht, man nimmt das Ding in die Hand und selbst du, der nicht so gerne mit großen Smartphones rumrennt, sagst immer wieder, es ist halt ganz schön groß, aber es fühlt sich gut an. Ja. Du warst von der Kamerafunktion bisher ziemlich begeistert. Es ist keine unfassbar gute Kamera. Es ist kein 4K dabei, was merkwürdig ist bei einem 700 Euro Flaggschiff. 499 bis 699 ist das. Ja, je nach Version. Deswegen. Ich finde es schade, ich finde es großartig, dass wir direkt das Gerät mitbekommen haben. Wir können es sofort testen, wir können euch davon berichten, ob sich das lohnt, das Ding zu kaufen oder nicht. Was ich schade finde, ist, dass wir leider jetzt nur die kleine Version bekommen haben und nicht dieses Mocha Brown. No. Aber dass sie halt ein Produkt vorstellen und direkt sagen, hier ist es, nimm es mit, teste es und sag uns dann, ob es gut ist oder nicht. Das finde ich gut. Das müssten mehr Hersteller machen. Das sollten definitiv mehr machen. Was mir auf jeden Fall gerade noch beim Sprechen eingefallen ist, dieses Razer Blade Stealth. Ah, natürlich. Natürlich! Das Ding hat alles weggeschmolzen, muss ich sagen. Also da ist ein i7 drin, das Ding sieht gut aus. Es ist einer der ersten Hersteller, die ein Ultrabook, MacBook Air Feeling bringen, aber ein ganz eigenes Design einfach produzieren. Und das finde ich richtig super. Und das erste Mal, dass du auf dem Touchpad rumwuselst und denkst, schön. Aber ich finde viel spannender, dass es das erste scheinbar, jetzt aus meinem Kenntnisstand, das erste Gaming-Notebook ist, das kompakt ist, mit dem du wirklich unterwegs gamen kannst. Gaming Ultrabook. Es ist kein Notebook. Ein Notebook wäre dicker. Ein portables Spielegerät mit vernünftig Performance, die man auch noch aufmotzen kann. Da ist ja der i7 Skylake drin. Ja. Das ist neueste Generation. Das Ding ist sogar auf Gaming optimiert. Das bedeutet, du wirst auch viele von den Spielen, natürlich nicht auf kompletter Grafik oder auf Qualität, aber vieles musst du schon einfach so spielen können, ohne, was du noch machen kannst, per USB Type-C Thunderbolt 3 mit Mischmasch, da noch eine Grafikkarte, eine externe, die man sogar im SLI-Verbund einstecken kann. Nein, stopp, kann man nicht. Doch. Kann man nicht. Nein, hat das ist gemacht? Falsch. Nein, ich habe nochmal recherchiert, das kann man tatsächlich nicht. Oh, es hat zwar 2 Steckplätze, aber eine aktuelle Grafikkarte würde beide belegen. Ganz wichtig. Also eine fette Karte oder 2 kleinere. Aber was ich persönlich am allergeilsten finde, ist die Tastatur. Dass du 6 Möglichkeiten hast, die Beleuchtung umzustellen. Weil diese Tastatur. Geil. Hammer. Also ich finde ja insgesamt alles chaotisch, aber schön. Ja. Und apropos chaotisch, wir haben ja für euch noch auf dem letzten Drücker, wollten wir für euch noch die News drehen, aber es war kurz vor Feierabend der Messe. Wir haben alle schon zugemacht. Wir haben alle schon weggepackt, alles eingepackt. Das war so, wo drehen wir jetzt noch? Wie machen wir das jetzt? Genau das. Und dann haben wir einen kleinen Prompter für
Smartphones und Kompaktkameras gefunden bei Tiffin bzw. Listec und dann das war unsere Rettung. Wir haben dann den News-Text darauf gepackt, wir haben auch mal ein Foto, wie das aussah, weil die Adapter halt nicht gestimmt haben, durch die Spontaneität haben wir es einfach beides in der Hand gehalten und sowas und haben dann die News innerhalb von 10 Minuten noch kurz vor Feierabend machen können. Wichtig, witzig, das ist ein Prompter, wo du das Smartphone unten reinsteckst und der Text läuft auf eine App, den du dann da abspielst. Das ist zwar vollkommen durcheinander, musst draufdrücken, pausieren, zurückspulen, ging dann irgendwie nicht, dann hat die Richtungsänderung vom iPhone natürlich den Text gedreht, es war ein Durcheinander. 25 Minuten haben wir da rumgewuselt. Ja, man muss sich reinfuchsen. Und haben es tatsächlich geschafft, noch die News fertig zu drehen. Mein Gott. Aber so ein Prompter, da können wir tatsächlich nochmal einen Test drüber machen. Das ist vielleicht interessant für Generation YouTube oder für alle, die mit schmalem Budget oder eben auch wie wir unterwegs spontan, sagen wir mal, komplexere Inhalte umsetzen möchten. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ja, das war für uns auch so. Man merkt es ja immer wieder, wenn wir vor der Kamera stehen und die News produzieren. Man hat so den Text, an dem man sich so entlang hangelt, aber wir hauen immer was Eigenes rein. Klar. Wir passen das nochmal an unseren Redefluss an. Das ist klar. Ich finde so ein Prompter schon praktisch. Ja, so hart für Hard Facts ist es gut, weil sie immer diese Kommastellen, so viele kannst du am Ende gar nicht merken. Diese Zahlen. Dafür ist das wirklich gut. Die neue Moderationskarte Reloaded. Oh! Oh, vielleicht gibt es bald Redaktionskarten mit einem Chip drin. Ich müsste mal bei Intel anrufen. Oh, die hätten sowas bestimmt. Da heißt sie nicht mehr Kiri, sondern Intel Prompti Carti. Was waren denn eure Highlights des CES 2016? Was hat euch denn am besten gefallen? Beziehungsweise was findet ihr am spannendsten? Worüber sollten wir vielleicht nochmal im Detail in einem Talk-Special sprechen? Mhm. Oder auch mal wieder einen Livestream mit euch zusammen machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Lasst gerne noch ein Abo da. Guckt bei turnbison.de vorbei, falls euch noch interessiert, was es so für Dinge gab auf der CES. Da gibt es auch noch ein Gewinnspiel zu zwei Samsung Galaxy S6 in der Star Wars Special Edition mit Wireless Charging und so einer helle und dunkle Seite, Rückseite cool. als Cover. Das ist ziemlich cool. Ja, schon cool. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ah nee, eine schöne Woche. Woche. Wir haben noch eine Woche. Wir fliegen jetzt zurück und dann habt ihr eine Woche. Und wir auch. Ja. Und Jetlag. Eine arbeitsreiche Woche. Wir fliegen jetzt erstmal 14 Stunden zurück. Ich hab schon Winkearm. 14 Stunden. Wo es geht eigentlich? Oh, nee, apropos cool. Winkearm. Wir können unseren Winkearm noch fördern. Wir haben noch was da. Oh. Cheesecake Factory. Was war das? Ein Reese's Chocolate. Wie heißt das auf Englisch? Weiß ich nicht, aber Erdnussbutter. Reese, Peanut Butter. Peanut Butter, so. Irgendwas mit, ganz viel. Oh, riecht noch gut. Vom Riechen bin ich schon satt. Ich hab schon keinen Bock mehr drauf. Ich will ja mal eben probieren, ich nehme jetzt ein Stück. Mit der Finger? Das ist aber, aber gestern war das noch fest, ne? Heute ist das echt so ein... Okay, das ist deine Ecke, das ist hier meine. Oh, ich hab die Peanut Butter Ecke, alles klar.